herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monatssenf. Wie auch das Wetter in diesem Monat waren die Filme eher wechselhaft. Auch bezüglich Neuerscheinungen werde ich erst im nächsten Monat wieder mehr dabei haben. Dafür sind wieder einige aufgeholte Klassiker dabei. Welche das sind, das hört ihr jetzt. Der erste Film ist 1984 von Michael Radford. 1984. Wenige andere Bücher werden wohl so oft von Lehrern als Lektüre aufgegeben wie dieses Buch. Auch ich musste es in der Oberstufe lesen und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich allein die zweite Hälfte des Buches an einem Nachmittag verschlungen habe. So packend und imaginativ war seither kein anderes Buch. Vor allem die Einblicke, die das Werk hinsichtlich Faschismus und Propaganda brachte, waren eindrucksvoll. Wie kann da jetzt die Verfilmung von 1984 aus 1984 mithalten? Nun, eher so lala. Schauspielerisch ist das mit Größen wie John Hurt 1A besetzt und auch die deprimierende Inszenierung ist stimmig, doch irgendwie wollte es nicht Klick machen. Man hat bei diesem Film zu oft das Gefühl, dass da irgendwie noch mehr dahinter stecken muss, als würde uns da nur die halbe Geschichte erzählt werden. Insgesamt also beeindruckend, aber nicht eindrucksvoll. Der nächste Film ist Evil Does Not Exist von Ryosuke Hamaguchi. Oberflächlich wirkt Evil Does Not Exist und seine Handlung über ein leicht verträumtes Dorf vor Tokio und eine Firma, die einen Glampingplatz bauen will, recht mager, aber was Ryosuke Hamaguchi daraus macht, ist bemerkenswert. Er zeigt, dass die Gier der Menschen nicht inhärent ist, sondern im Kapitalismus immer weiter nach unten gegeben wird. Sprich, der Arbeiter verhält sich so, weil das System nicht mehr zulässt. Des Weiteren sehen wir hier auch, dass die Naturverbundenheit, wie man es sich als Städter vorstellt, auch mit Arbeit verbunden ist und man sich an diese Zwangsläufig anpassen muss. Kritisieren möchte ich da nur, dass der Film zwar einen schönen Flow hat, aber stellenweise etwas zu zäh sein kann. Des Weiteren kommt auch das Ende plötzlich und wirkt unpassend zum Rest der Handlung. Insgesamt also ein Film, der keine Bäume ausreißen wird, aber dennoch zum Zeitgeist passt. Der nächste Film ist Three Amigos von John Landis. Steve Martin, Martin Short und Chevy Chase. Kein anderes Trio steht wohl so repräsentativ für die amerikanische Comedy-Szene der 80er wie dieses. Sie nun also in einen Film über drei Westernhelden spielende Schauspieler zu packen, die mit echten Helden verwechselt werden, klingt wie eine Comedy-Goldgrube. Und für den größten Teil trifft es auch zu, was vor allem am Charme der drei Protagonisten und den manchmal schön augenzwinkernden Dialogen liegt. Wenn dann aber mal ein Witz nicht landet, was zum Glück nicht oft ist, ist es ein wahrer Rohrkrepierer, wie man so schon sagt, da speziell das Timing etwas unpassend wirken kann. Trotz allem bleibt es eine schöne Persiflage auf das Western-Genre mit teils unerwartet schöner musikalischer Untermalung. Und alleine den unterschiedlichen Alterungsprozess der drei Darsteller zu sehen, ist interessant. Ein Steve Martin sah damals schon wie heute aus, während ein Martin Short ein fast schon kindliches Gesicht hat, obwohl er nur 5 Jahre jünger ist. Aber naja, alles in allem empfehlenswert, wenn man einen unterhaltsamen Abend will. Die Serie für diesen Monat ist Star Wars Tales of the Empire. Ich finde es ja toll, dass man auch kleineren Geschichten und Nebencharakteren eine Chance im Star Wars-Universum gibt. Nur sollte man dann auch Geschichten, Charakteren und Ministerien auswählen, die Interessantes zu erzählen haben. Denn Tales of the Empire wirkt an vielen Stellen recht belanglos und zuweilen schon sehr simplistisch mit einem im Endeffekt doch recht klarem Gut-Böse-Denken. Das ist zwar visuell hier und da interessant, aber kann die erzählerischen Schwächen bei weitem nicht wegmachen, was vor allem seltsam ist, da sie mit Serien wie Bad Batch oder dem Vorgänger Tales of the Jedi gezeigt haben, dass sie das eigentlich können. So ist das nur Beschäftigungstherapie. Der nächste Film ist Rumble in the Bronx von Stanley Tong. Passt die Handlung und die Charaktereigenschaften der Protagonisten und Antagonisten auf ein Blatt Papier? Ja. Ist dieses Blatt Papier so genial inszeniert und vor allem choreografiert, dass das wurscht ist? Ja. Denn was Jackie Chan hier fabriziert, ist eine wahre Kampfsymphonie. Alle paar Sekunden kommt dieser Film mit einer neuen genialen Kampfidee daher, die die vorherige lächerlich aussehen lässt und einem absolut verrückten Finale mündet. Nicht nur das, diese Kämpfe sind Jackie Chan typisch so aufgebaut, dass er zwar Arschtritte verteilt, aber selbst auch gehörig einsteckt, was dem Ganzen Spannung gibt. Und das Einstecken kann man wörtlich nehmen, denn zum Schluss wird uns nochmal ein Best-of der Verletzungen am Dreh gezeigt, bei dem man sich schon fragt, wie da keine Gewerkschaft dazwischen gegangen ist. Erwähnt seien hier aber auch die erzählerischen Schwächen, vor allem in der titelgebenden Bronx, einem bekannten Bezirk in New York, welcher historisch gesehen ein nicht unwesentliches Kriminalitätsproblem hat und ein Potpourri an Kulturen beherbergt.
Zwar sehen wir einen interessanten Einblick, wie das Leben von asiatischen Migranten in diesem Bezirk aussieht, aber dennoch bleibt da dieser schale Nachgeschmack eines etwas elitären Blickes auf diese Welt zurück. Naja, trotzdem überwiegt der positive Eindruck bei diesem, wie ich finde, Action-Meisterstück. Der nächste Film ist Lawrence of Arabia von David Lean. Lawrence von Arabien. Neben Ben Hur wohl der bekannteste Monumentalfilm der 60er und bis heute gefeiert. Und dies liegt nicht nur an der gewaltigen Aufmachung. Auch ideologisch gibt es interessante Aspekte. Vor allem einen, den ich so nicht erwartet habe. Männer und der Krieg. Denn in diesem Film sind de facto nur Männer zu sehen, während die Frauen, wenn überhaupt, nur unscharf im Hintergrund zu sehen sind. Dadurch erscheint mir Lawrence von Arabien als Kritik an einem falschen Verständnis von Stolz und Männlichkeit, mit dem Krieg als erweiterten Phallus des Mannes. Aber nicht nur die Geschlechterfrage wird gestellt, sondern auch eine Generationenfrage, wer den Krieg leitet, ihn austrägt und seine politischen Folgen im Frieden bestimmt. Soviel zum Ideologischen. Nun zum Technischen, denn da ist dieser Film bis heute überwältigend. Dies liegt vor allem am Wahnsinns-Soundtrack, welcher wohl eines der einprägsamsten und ikonischsten Leitthemas der Filmgeschichte besitzt. Dadurch sind die 3,5 Stunden Laufzeit auch kaum spürbar. Kritisieren möchte ich dennoch, dass die Handlung als Gesamtes auch ein wenig romantisierend, geschichtsrevisionistisch und patriotisch aus englischer Sicht wirkt. Trotzdem bleibt ein beeindruckter Eindruck und die Hoffnung, diesen Film auch einmal im Kino zu sehen. Der nächste Film ist Ex Machina von Alex Garland. Ex Machina wäre ein genialer Film mit interessanten Gedanken hinsichtlich KI und den Grenzen des Bewusstseins. Wäre, weil die zweite Hälfte im Gegensatz zur ersteren deutlich schwächelt. Dies liegt vorrangig an der Charakterzeichnung. Denn Oscar Isaacs Charakter und eigentlich auch alle anderen sind recht uninteressant geschrieben. Bis auf ironischerweise die vermeintlich leblose KI, deren Blick auf die Welt wir hier erleben dürfen. Dabei helfen auch teils beeindruckende Effekte, die hier und da auch ein gewisses Unbehagen erzeugen. Insgesamt also interessant, aber nicht so gut, wie es sein könnte. Der nächste Film ist Dune Part 2 in der 70mm Fassung von Denis Villeneuve. War die 70mm Fassung von Dune 2 eine interessante Erfahrung? Ja. Ist es ein Mehrwert zu einer Dolby Atmos oder IMAX Vorstellung? Eher nein. Dafür ist der generelle Look dieses Films einfach zu sehr auf digitale Vorführungsformate zugeschnitten. Es hat mir auch vorangeführt, dass Dune 2 ein audiovisuelles Erlebnis ist, bei dem beide Aspekte auf höchstem Niveau sein müssen, um es im vollen Umfang zu erleben. Dennoch ein sehr schöner Abend im Gartenbaukino. Der nächste Film ist Batman von Tim Burton. Auch wenn Spider-Man von Sam Raimi heutzutage eher als Startschuss für den heutigen Superhelden-Filmboom gesehen wird, kann man dennoch sagen, dass mit diesem Film der Grundstein gelegt wurde. Selten hatte man vorher eine solch filmische Qualität in dem Genre gesehen. Und auch wenn ich diese Qualitäten nur unterstreichen kann, gibt es einige Dinge, die mir nicht gefallen haben. Denn obwohl Ronald Reagans Amtszeit als Präsident bereits vorbei war, als Batman rauskam, scheint doch ein wenig das recht schwarz-weiße Weltbild dieser Ära durch. Batman als heldenhafter Ritter, der Joker als eindimensionaler Irrer, die Bevölkerung Gothams als Marionetten im großen Spiel und Vicky Vale als dauerkreischende Damsel in Distress. Die teils unterirdischen Schauspielleistungen sind dabei auch nicht hilfreich. Ebenso sind manche Effekte eher schlecht als recht gealtert. Und dennoch wäre es unfair, die Qualitäten dieses Films nicht auch herauszuheben. Vorrangig das Art- und Set-Design. Während Christopher Nolan in seiner Dark Knight-Trilogie ja eher auf einen gewissen brutalistischen Realismus gesetzt hat, ist dieser Teil, und soweit ich weiß ja auch die folgenden, näher am expressiveren Comic-Stil, beziehungsweise in Tim Burtons Fall düster expressiveren Stil. Und auch wenn ich die Schauspielleistungen kritisiert habe, so ist es doch eine Freude, Jack Nicholsons Darbietung als Joker anzusehen. Gepaart mit dem tollen Soundtrack von Danny Elfman und Liedern von niemand geringerem als Prince ist Batman ein interessantes Erlebnis, aber als Film eher nur Mittelmaß. Und der letzte Film für diesen Monat ist Batman Returns von Tim Burton. Ich wünschte, ich könnte viel Neues zu diesem zweiten Teil im Gegensatz zu seinem Vorgänger sagen. Aber letztendlich ist es nur eine leichte qualitative Steigerung. Michael Keatons Schauspiel bleibt viel zu steif. Dafür sind die Darbietungen von Michelle Pfeiffer und Danny DeVito auf 150% aufgedreht, was irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn schwankt. Auch die Handlung schwankt so zwischen unterhaltsam bis absolut hanebüchen.
Das Design ist expressiv wie eh und je, aber für meinen Geschmack fast zu sehr abgeschwächt gegenüber dem Vorgänger. Letztendlich bleibt es wieder bei einer recht klassischen Schwarz-Weiß-Geschichte mit einem erneut tollen Soundtrack und einer gesunden Prise Erotik. Spaßig, aber nicht großartig. Und das war schon wieder für diesen Monat. Ich hoffe, es war wieder einiges Interessantes für euch dabei. Falls ihr weitere Videos dieses Kanals sehen wollt, kann ich euch die neue Folge Nachgeschaut über Viktor Gruen empfehlen. Mir bleibt ansonsten wie immer nur zu sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Filmeschauen.